Was? Spiel! Was rechnest du denn da? Nee, das kann ich ja. Nee, da habe ich noch gar nichts bauen, da das nicht kriegen. Komische Sachen. Ganz komisch. Hey. Wir langsam mal doch so einen Weg dahin bauen. Der Farmer hat gut gefarmt. Oh, weitere zwei Fischer wurden fertig. Ah, geil. Ich hab nicht die Angler, ne? Oh Gott. Aber hey, meine Wach. Nein, Moment, das eine ist für ein Fischer, das andere ist für ein Wachhaus. Ah, oh, Moment, das ist nur zweimal Holz. Aber der Fischer braucht zweimal. Nein! Sag mir bitte, dass ihr ein Holz zu der Wachhütte stopft. Was, was? Was soll dieses Was jetzt heißen? Weil ich den da markiere. Cool, hier. Ja, das ist weiß. Passt so. Ich bin sicher, da ist die Berechnung völlig korrekt. Ich sehe da keine Probleme. Ja, passt schon alles. Bin nur zitiert, also. Was habe ich denn jemals was gesagt? Wir haben ja nichts zu fressen, hallo? Können wir mal was zu fressen transportieren? Wie sieht es denn damit aus? Da ist das schon ganz oben. Was könnte ich denn hier runterstufen? Baumstämme ist jetzt ehrlich gesagt nicht wichtiger als fressen. Das war's vielleicht mal. Und muss ich da schneller einlagern, wobei ist ja eingelagert, das ist das Problem. Ach, natürlich geht da nur ein Kopf das nächste Holz. Ich glaube, ich habe ein Brett vom Kopf. Das ist immer noch nicht besetzt. Okay, wir bauen jetzt mal keine Wege mehr. Ich dachte, dass sie da mal noch guckt. Ich habe so gar keinen Bock, das aussehen. Ja, markieren wir dann. Nach diesem Video passt schon. So, du kannst nach Hause gehen. Habe ich jemals irgendwas gesagt? Also wirklich. Ich habe mich im eigenen Chat verleumdet. Klingt was irgendwie, als würde hin und wieder Noten fehlen. Zweite Tonspur oder so. Na. Ich brauche mehr Menschen. Ich brauche Menschen. Ich nehme auch tote Menschen. Ist das Holz für da oben? Hier oben was gebaut. Der Fischer ist auch fettig. Wie schön fettig ist der.
Und hier laden die Fische, sind natürlich sind noch nicht besetzt. Mit was denn auch? Ich habe ja keine Leute, um Fachkräfte zu konstruieren. Wo habt ihr jetzt das Brett hin? Da war immer noch ein Brett. Achso, da unten, das ist noch da unten. Ach Gott. Wir nehmen einfach die Baustelle und schieben sie näher zu den Brettern hin. Lass mich raten, du bist? Ja, du bist voll besetzt. Du nicht. Passt schon. Heißt eh. Nur Verschwendung, wenn man das voll besetzt. Uff. Ach, die sind immer noch im Bau. Sehr gut. Ein Holzfäller wäre noch ganz klug gewesen, wenn man die ganzen Bäume erstmal wegfällt. Das wäre natürlich... Wobei, dann können die KI vielleicht da wieder was hinbauen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht, dass die da nochmal Wachhäuser bauen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Moment. Mal kurz speichern hier. Moment. Bevor ich jetzt irgendwas ganz Dummes mache, speichern wir erstmal. So, liebe KI, ich brauche mal Leute. Schick mal was. Schön. Ich mag dieses Feature, das der Entwickler eingebaut hat. Ich weiß gar nicht, warum das nicht im Handbuch beschrieben wurde. Ist so ein tolles Feature. Aus irgendeinem Grund steht das nicht im Handbuch. Ich verstehe nicht, warum. Ja gut, der Entwickler hat wahrscheinlich das Handbuch auch nicht geschrieben und hat es schreiben lassen. Zeit hier. Wähle ich mal Leute. Auf dem Arbeitsamt sitzen doch so viele. Gleich mal ein paar rausholen hier. Was würde überhaupt passieren, wenn ich eins meiner Wachhäuser mit seinem Also ich weiß ja, dass wenn ich mit seinen Leuten seine Festung angreife, das habe ich irgendwo im Let's Play mal gemacht, dass sie dann einfach nach Hause gehen, wenn sie in der Fahne ankommen. Aber wie sieht denn das aus, wenn ich ein Wachhaus besetzen würde mit seinen Truppen und dann einen anderen angreifen würde? Oh, das könnte ich mal ausprobieren, wenn ich dann denke und da unten... Oh, das wäre schon eine tolle Sache. Könnte man mal ausprobieren. Erinnert mich mal dran, wenn ich irgendwann mal da bin. Ich könnte noch so rumbauen, aber dann tragen sie mir das Weizenpick. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht, dass sie das Weizen wegtragen. Das ist gute Hefeweizen, ne? Aber jetzt trinke ich nicht mal Bier. Gibt hier nicht mal Bier, und trotzdem habe ich Weizen. Was soll denn das? Jetzt soll ich einfach noch einen Müller bauen da oben und dann einfach hier noch so. Irgendwie hinter dem Kopf, ja, schon mal. Jetzt lass die Leute doch da mal vorbei.
Immer noch 45%, ey. Was passiert, wenn ich sein Schloss niederbrenne und er komplett verschwindet mit seinen Leuten? Bleiben die dann, oder? Gleich explodiert das Spiel. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich hau mich mal hin, gute Nacht. Jetzt schon? Naja, gute Nacht. Wobei, heute werde ich auch nicht so lange streamen. Ich habe heute dreimal die Woche gestreamt, das muss reichen. Ich schiebe das noch ein bisschen an. Ich mag dieses Feature. So, wie sieht es da oben aus? Oh, das Brett ist bald da, geil. Weizen habe ich jetzt nicht gerade Überfluss. Ne? Alles sehr schnell wegverarbeitet. Gut, dann vielleicht nicht. Aber hey, hier wird endlich mal was besetzt dann auch. Und meine Wege sind dann mal besetzt. Geil. Dauert noch einen Monat. Dass alles da ist, aber... Oh, das Brett ist da, endlich. Ich mache das Spiel kaputt. Bin ein bisschen müde. Will sie nur rausreden für Diablo nächste Woche. Sehe ich doch jetzt schon. Bin ich wieder ganz allein hier. Das passiert, wenn man eine Abfrage vergisst. Die Abfrage ist hier, ob es eine Verbindung über eigene Wege oder auch feindliche Wege sind, würde ich sagen. Das Spiel prüft das halt scheinbar so gar nicht. Ich glaube, der DOS ist irgendwas gefixt. Ne? Müssen wir die DOS-Version spielen, um es nachzuprüfen. Saufen sollen. Da müsste ich jetzt nämlich auch nicht aufs Klo. Wie viel es da zum Auffüllen noch gibt, der Wahnsinn. Ich glaube, dass es so viel ist. Naja. Ich könnte oben im Bauernhof mal anschließen und mir mal irgendwas zur Fleischproduktion kaufen. So wie ich kann jetzt auch nicht aufs Klo gehen, weil ich muss ja den Weg rechtzeitig abreißen, bevor die da irgendwas wegtragen. Da läuft der Hauptmann endlich los. Das heißt, es ist fertig. Es ist fettig. Richtig fettig. Wie eine Packung Butter. Ich muss ja immer schön aufpassen, dass die nicht irgendwas wegtragen, was sie nicht wegtragen sollen. Uff. Auch noch mal kurz einen zweiten Weg hin. Ich glaube, den brauche ich gerade so ein bisschen. Ist das jetzt endlich mal besetzt? Na also, es ist besetzt. Ist doch schön. Und einmal besetzt praktisch. Ich finde es aber interessant, dass das Spiel sich merkt, von welchem Land das ist. Ich wüsste gerne mal, wie das intern funktioniert, aber... Ich hab noch drauf. Ja, ich hab sogar eine Masse. Meine Militärmacht steigt ja noch im Gegensatz zu deren. Ich
Mein Loot Gelb hat wieder aufgeholt. Aber das ist alles gar kein Problem. So, bis die Straße mal irgendwann besetzt ist, ist hier alles weg. Das wollte ich jetzt verhindern. Jetzt lagen sie das Holz da unten ein, das soll der Blödsinn. Okay. Verhindern, dass sie da noch mehr Holz einlagern. Ich muss kurz hier abreißen, so. Sorry. Muss sein. Ihr glaubt mir mein Holz, das geht nicht. Das geht nur so wirklich nicht. Was mich zur nächsten Frage bringt. Ah ne, das ist alles noch korrekt, okay. Noch. Das ist eine andere Frage bringt. Halt. Ich habe immer noch 11 Fische. Schwierig das Ganze. Wobei ich muss sagen, ein Brett nun. Ist schon in Ordnung. Was ist jetzt mit der KI los? Keine Ahnung, warum brauchen da jetzt alle seine Leute raus, was? Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen überfordert. Warum kommt da was? Das, ich glaube, die wollten da alle noch raus, aber irgendwie... Okay, da angelt einer von seinen. Schön. Wo sind jetzt alle hingelaufen? Da müsste jetzt irgendwann mal ein Soldat kommen. Irgendwo ist der Hauptmann bestimmt schon. Da ist der Hauptmann. Wo sind jetzt alle hingelaufen, ist die Frage. Vielleicht nach da? Ne, da stimmt meine. Da läuft einer rum. Nicht, dass die später nochmal verschwinden oder so. Ne, da läuft einfach nur geistig verwirrt in der Gegend rum. Wo sind wir hin? Also, irgendwo müssen die ja hin sein jetzt, ne? Nicht, dass die jetzt alle verschwinden, nachdem ich den Weg da wieder abgerissen habe. Ich finde sie halt nur nicht. Das ist auch so. Nö, die laufen da entspannt weiter. Okay, alles klar. Die sind da jetzt alle rauslaufen. Schön. Einfach nur schön. Das Spiel ist jetzt ein bisschen kaputt, glaube ich. Ja, passt schon. Solange es nicht crasht, ist alles gut. Ich habe nur so ein bisschen Sorgen, wenn irgendwann mal irgendwelche Werte überlaufen. Wobei, wenn es über 1000 geht, dann wird es wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 16 Bit oder so sein. 65.000, ja, da geht noch was. Da geht einiges, das passt schon. Wobei, da ist schon über 1000. Also... Wenn es von denen gebaut wird, zählt es noch im Bau, weil meine es nicht bauen. Das ist eine ganz komische Mechanik. Ich hatte einen. Ich habe einen abgerissen. Da hatte ich über 1000. Wenn ich jetzt richtig liege, könnte es daran liegen, dass es bei 0 war, weil ich das abgerissen habe. Und dann könnte das ein Underflow gewesen sein, das heißt, das Ding ist jetzt mehr oder weniger auf Maximalwert. Ja, dann habe ich noch eins abgerissen. Stimmt, das Ding war noch im Bau für die KI. Aber es war auch schon fertig. Und als ich es abgerissen habe, das geht wahrscheinlich nur mit einem fertigen. Also gab es wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus. Es ist nicht fertig, aber auch fertig. Und dann habe ich abgerissen. Dann ist ja, glaube ich, von einfach Underflow und auf den höchsten Wert gesprungen. Deswegen steht er über 1000. Was auch immer der höchste Wert ist, ich habe ihn, glaube ich, gerade. Oh, scheiße. Ich glaube, das will noch Wege besetzen, aber komme ich damit klar, dass da keine Wege mehr existieren. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Schön. Was ist das für eine Scheiße? Soll der Entwickler mal fixen? Ja, hallo. Ich habe Geld dafür bezahlt. Also genau genommen haben meine Eltern Geld dafür bezahlt. Soll das mal fixen hier, hallo? Geht ja gar nicht, Alter. Voll verbuggt die Scheiße. Der Entwickler soll sich was schämen. Gleich mal anschreiben, ey. Scheiße ist verbuggt, fix das mal.
So in der Hauptminne. Das gefällt mir ja gar nicht. Vielleicht soll ich einfach irgendwo ganz viele, so einen Weg bauen und ganz viele Festungen bauen, damit ich all seine Truppen aus dem Schloss rausbekomme. Och, das reicht nicht! Ach, fick dich doch. Okay, wo will ich denn genau hin? Dann würde ich sagen, ich baue mal da noch ein Wachhaus. Muss ich ja wohl machen. Da drüben baue ich auch ein Wachhaus. Das müsste ja so auseinander. Wo ist ich hier? Ich muss ja noch eins bauen, hilft ja alles nichts. Ich finde die Prüfung irgendwie sehr merkwürdig, meine. Laufen da immer noch Leute raus? Nö. Doch. Schließen wir wieder an und gucken, was passiert. Einfach wieder anschließen ans Netz. Ich müsste jetzt wirklich mal aufs Klo. Mache ich es natürlich jetzt. Sind das alle Leute? Nee, hier müsste viel mehr haben, ja, durch die ewig hohe Produktionsrate.